Und Epic, wir Ich werden gehe auf heute Geisterjagd. Geister jagen. Und zwar zusammen. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Phasmophobia in Minecraft. Leute, ihr kennt das Spielprinzip. Wir müssen Geister jagen, herausfinden, welche Art von Geist es ist auf verschiedenen Maps. Wir gucken mal heute, womit wollen wir anfangen? Wollen wir nach Schwierigkeitsgrad gehen oder nach Location? Ich würde vielleicht erstmal einfach oder mittel starten und dann Einfach schwieriger mal. werden. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit. Oh, es gibt halt auch schon Nightmare, ne? Naja, komm, wir fangen mit Mittel an, oder? Ja. Einfach brauchen wir nicht mehr. Das ist hier jetzt Tanglewood. Das bedeutet das kleine Häuschen da oben. Der Vertrag wird hier unterzeichnet. Lächeln. Yay! Und wir können dann einfach starten. Let's Ich bin go. bereit. Und start. Häuschen sehen wir auch schon wieder. Und Leute, wir haben natürlich eine gute Arbeitsverteilung. Das bedeutet, wir gucken mal, dass wir wieder unsere Aufgaben übernehmen. Ich mache immer das EMF. Ich weiß nicht. EMF heißt es, ne? Ja. Da ist Spiritbox, EMF. Du bist immer für die Temperatur zuständig. Taschenlampe brauchen wir aber, ja. Taschenlampe ganz wichtig, sonst sehen wir innen drin gar nichts. Und Leute, ich bin super gespannt. Wir haben natürlich auch verschiedene Aufgaben. Dadurch bekommen wir auch mehr Geld und können uns bestimmte Items kaufen. Ich guck mal ganz kurz. Wir müssen als erstes natürlich herausfinden, welche Art von Geist es ist. Als zweites müssten wir einen Smudge-Stick benutzen. Den haben wir gerade nicht. Und als dritte Aufgabe haben wir, dass wir den Geist in physischer Form sehen müssen. Das kriegen wir aber hin. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Ach Mann, jetzt beginnt das schon wieder. Ich weiß nie, wann das an ist, ne? Oh. Der Pieps war's. Ja, hier vorne. Fünfer? Drei. Dreier, Drei. Dreier, Dreier. Hier vorne. Oh, wie kalt ist es da? Er 17 Grad, nichts Auffälliges. Okay. Wir haben 16 Grad, Hier hier er haben wir könnte auch tatsächlich 16. im. Ja, hier im Flur sein. Draußen sehen wir immer, wie aktiv er ist, aber er ist nicht sonderlich aktiv. Nee, alles gut noch. Na gut, wir können Ich sehe noch auch nicht nach die oben. Temperatur. Können wir nach oben? Nein, gell? Ich Oder? glaube nicht, Okay, oder? nee, ich glaube auch nicht. Hier ist auf jeden Fall noch ein Zimmer. Kein Signal. Ich hatte nur eins vorne beim Eingang. Schau Na mal, ob gut. Fingerabdrücke da sind, aber Ich ich glaube frag mal, nicht. ob er nah ist. Er heißt Robbie Brown. Er sagt aber gerade noch nichts. Okay, es gibt mehrere Gründe, warum er. Oh, er geht Oh, ich jagen. weiß nicht, wo er ist. Da ist er! Okay. Ja, ich gehe hier in die Tür. Ich werde sowas von sterben. Nein, sagt es. Ich werde sowas von sterben. Oh, er kann Türen aufmachen, ne? Ja, er kann Türen aufmachen. Oh Okay, nein, also oh nein. er ist jetzt auf die Spiritbox. Wir Kann können der ja eine Sache jetzt. haben wir schon abgehakt. Ah, weil wir ihn gesehen haben. Ja, wir haben eine Aufgabe, die wir machen Oh, könnten. habe ich mich erschreckt. Nee, haben wir schon Oh. gemacht. Wir haben ihn ja gesehen. Ich habe ihn Ja, gesehen. genau. Ach so, ja. Okay. Dafür bekommen wir Geld. Ja, das stimmt. Sehr Oh, gut. Also, ich verstecke ist er mich hier auf der ausgegangen? Toilette. Ah, nee, der Oh. läuft hier noch rum. Oh mein Oh, Gott. er ist direkt vor der Haustür, direkt bei mir. Ah, okay. Ja, Also, ja. jetzt rede ich nicht mit ihm, Oh, ne? er ist weg, Okay, also ich würde Hallo. sagen, die Spiritbox, mit der können wir ja mit ihm dann reden, die behalte ich mal. Anscheinend Ja, soll ich das triggert. Buch mal? 3 Grad haben wir hier. Ja, er kam von hier hinten, ne? Also von Ja. der Küche. 1,5 Grad. Ja. Fast. Keine Nee, keine Minustemperaturen. Minustemperatur, aber sehr knapp. Wir können noch ein bisschen ärgern. Nee, komm, nee. Lass mal. Hast du das Buch hin platziert? Ja, nee, es den gibt muss noch ich keinen holen. richtigen Ort. Ach ja, gut, Ich dann. lege das hier aber hin. Okay. Ich habe Freezing Temperatures. Ich sehe Sehr meinen gut. Atem. Okay, das bedeutet, er müsste da sein. Ja. Hast du auch noch die Kamera dabei? Ja, klar, habe alles Willst du die dabei. da auch hin platzieren? Ja, klar. Ich gehe da nämlich ganz kurz Oh. mal. Wo ist denn das hier? Nee, sondern. Hier! Abt, Kamera steht. Freezing Temperatures. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Sachen, die wir abhaken müssten. Dann würden wir es. Und der Geist war ja auch schon da. Er hat gegessen. Hast du das durch die Ew! Kamera gesehen? Ach so, nee, ich war noch nicht bei der Kamera. Ich habe immer noch keine Fingerabdrücke Ich von guck ihm mal durch, ich hier. guck mal durch. Ja. Und, okay, da bist du. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo Ghost Ops sehe. Nö. Willst du es mal ein bisschen eher in die Küche stellen? Ja, kann ich machen. Ist denn jetzt das Licht. Oh, er hat schon wieder den Dings ausgemacht, ne? Oh, echt? Ah ja, Ja. stimmt. Ah, Also, bräuchten nee. wir noch einen Hinweis? Ah, Zwei. zwei Hinweise noch. Okay, wir haben Er ist da! kaum. Er ist da! Er hunted! Ja, ich renne. Ah, nein, nein!
Aua. Nein, er sag. Hat mich. Nein. Oh, das ist liege ich da. Mittel. Oh nein. Ich hasse es, wenn ich alleine bin. Viel Spaß wünsche ich dir jetzt. Was hattest du denn dabei? Weil alles, was du dabei hast, kann ich eh nicht mehr benutzen. Ja, ich glaube, nichts Wichtiges. Ich guck nochmal durch die Kamera. Ich traue mich jetzt gerade nicht da alleine hin. Also, er ist auf jeden Fall noch sehr aktiv. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Aber Leute, der ist so aggro. Und wir haben bis jetzt nur ein Indiz. Ich kann auch nochmal meinen EMF-Reader hier rausholen. Da war er, da hinten. Oh ja, guck mal. Du kannst nur mal Licht an- und ausmachen. Das mag der nicht. Ja, ich weiß, aber es ist eh aus. Ich versuche jetzt mal mit ihm zu reden. Ich sag mal, bist du nah? Okay, er will nichts sagen. Oh nee, Epic, das mag ich gar nicht alleine, ne? Das finde ich richtig gruselig. Also wirklich richtig. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich noch machen soll, um ehrlich zu sein. Wo ist die UV-Lampe? Hast du die mitgenommen in deinen Tod? Ja. Oh. Ich frage mal, ob ein Ghost ist. Oh. Ja. Okay, er redet. Ein gesprächiger Geist. Ach, wie toll. Bobby Brown. Robbie Brown. Okay, also, das bedeutet, die Spiritbox, jetzt haben wir drei verschiedene Arten von Geistern. Es könnte ein Dämon sein, es könnte ein Mare sein und ein Wraith. Also, EMF5 bekommen wir definitiv nicht. Fingerprints könnte es sein und es Ghostwriting. Also, eigentlich habe ich das Gefühl, er wird jetzt nicht nochmal irgendwas reinschreiben. Ich glaube auch nicht, das hätte er schon länger getan, glaube ich. Ich glaube auch. Ich gucke nochmal durch die Kamera. Also, ich sehe jetzt hier komplett diese Abteilung, wo er normalerweise wäre. Ich sehe Ghost Ops. Ja! Das bedeutet, es ist ein Ghost Orbs, wo sind sie? Es ist ein Mare. Oh, Epic, gut. Ich hab's alleine geschafft, ohne dass du da warst. Tschüss, ich geh ab nach Hause. Ciao. Und es ist ein Mare. Sehr ich gut. Ich bekomme gar nichts, weil ich hergeschätzt wurde. Echt, ich hab 30 bekommen. Okay, also Mittel war, der war halt richtig aggressiv. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Geister besser, als wenn die gar nichts machen. Ja, du kannst mal gucken, ich könnte auf jeden Fall mir was kaufen. Ich habe $45. Ich kaufe mir mal einen Smutstick, ja. Und ich kaufe mir auch noch mal ein Kreuz. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss sie noch addieren. So, und unser nächster Auftrag wäre dann jetzt... Ja, wollen wir Extrem oder Nightmare machen? Wir können Nightmare machen, du bist ganz Nightmare? Gut. Ich bin ganz gut. Ja. Okay, das wäre Crimwood. Das bedeutet, das wäre hier diese interessante Villa. Ja. Okay, bin gespannt. Bin auch gespannt. Das sollte jetzt eher schwieriger werden. Bin bereit. Es geht los. Und es sieht schon nicht so gut aus, muss ich sagen. Nein. Oh, vor allen Dingen, das ist riesig. Wir haben natürlich wieder drei Aufgaben. Wir müssen als erstes herausfinden, was für ein Geist ist. Wir müssen einen Motion-Sensor benutzen, haben wir nicht. Und wir müssen ihn mal wieder in der physischen Form sehen, was natürlich sehr lustig wird. Na gut, dann würde ich sagen, Taschenlampe wird eingepackt. Du bist eh schon drinne? Ja, ich bin schon unterwegs. Und? Bis jetzt noch nichts Auffälliges. Na gut. Guck mal, ob du irgendwelche kalten Temperaturen findest. Ja, bis jetzt sind 17 Grad hier bei mir. Hast du mich erschreckt, du Doofkopf, wirklich. Okay, ich gehe mal hier vorne erstmal. Wollen wir erstmal unten schauen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal jeden Raum zusammen ab, weil sonst bringt es gar nichts. Ach, okay. Du Jemine, das ist so. Ganz kurz, weiß man, wo hier dieser Generator ist? Nee, ne? Ich glaube nicht. Haben wir einen Keller hier? Ja, oder? Ja, ich glaube, das ist leider riesig. Das ist echt groß. Vor allem die zweite Etage haben wir noch. Ja, absolut, aber oder? Oben ist, glaube ich, nicht so riesig. Unten ist riesiger. Ja. Das hier stimmt. Ist ein Lager. Alles, ich mach mal überall das Licht an. Da war ich schon. Okay, warte mal. Epic, auf der Seite müsstest du hier sein. Irgendwas hast du gerade erzählt. Auf der roten. Der hat doch mir geschnappt hier. Wie? Auf der. Warte, wo ist die rote Seite? Ich bin bei dem grünen. Ja, das ist nicht die rote Seite. Warte, ich komm dich abholen. Ach du. Ach, dann ist es ja echt riesig. Warte, guck mal. Andere Seite bitte. Hier auf der Hä? Roten Seite. Hier. Ach, da geht's weiter. Warte. Ja. Hä? LOL! Wieder geht's weiter. Guck mal, hier geht's doch zu sehr vielen Räumen. Und da vorne hat er mir nach mir geschnappt. Ja, was ist das? Hier. Ach du Jemine. Ich mach erstmal das Licht an. Hier ist es verdächtig. Das ist ja ein Irrgarten. Was ist das hier? Was ist denn hier los? Nö, ich hab hier gar nichts. Oh. Hier hat er nach dir geschnappt. Oh, schon wieder keiner. Ich stecke. Dann ist er hier drin, oder was? Der muss da drin sein.
What? Ich glaube, er hasst dich, Effig, wenn er nach dir die ganze Immer Zeit sieht er schnappt. aus die ganze Zeit. Was ist das denn hier? Oh. Was ist das? Willst du mal da reingehen? Haben wir irgendwo noch kältere Temperaturen? Was ist denn das jetzt hier? Das ist absolut gruselig. Aber wir haben 17 Grad. Also da drüben ist schon deutlich, da Bist war du es mal hier in 2000. dem... was ist das? Er handelt, er handelt, er handelt, er handelt, er handelt. Oh, jetzt Ja, hat er ich uns höre ihn, ich überfallen. höre ihn, ich höre ihn. Wir müssen ihn Lol. sehen für. Das war's. Thermometer, wo habe ich denn zwei Thermometer her? Bist du tot? Nö. Er ist zu dir reingegangen, hat dich weggeschnetzelt. Ein Grad! Ich hack jetzt einfach mal die Freezing Temperatures ab, Das oder? ist keine freezing Ja, aber temperatures. passt. Minusgrade. Jetzt sind wir dran. Oh, du kannst ja jetzt nicht mal mit ihm reden. Nee. Oh, nee, ich bin Dann Ein Häufchen Grad hat sie aber Elend. auch. Ah, oh, nee, ich dachte, da liegt was. Ja. Also irgendwo da kam er her. Er handelt. Oder? Ich glaube, Ja. ja, ich habe ein Problem. Lol. Ich Ah, oh, gehe Epic. mal. Tschüss. Nee, nee, Du ich wirst gehe sowas von mal. Nee, nee, sterben. nee, 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 nee. Also ich kann dir, darf dir eigentlich als Geist jetzt keine Tipps geben, aber ich sag mal so, vielleicht ist der Ort genau der Ort, wo der Geist kommt. Du kannst nicht raus, ne? Du musst dich schon irgendwo verstecken. Ja, kein Problem. Ja, ich sehe dich da unten rumlaufen. Bin ich langsam. Der Geist ist sehr aggressiv. Oh. Also, ins Buch hat er nicht geschrieben. Nee, leider nicht. Kamera Kalt natürlich, ist aber. es auch nicht. Willst du noch mal das Buch woanders hinlegen? Also einfach einmal bewegen. Vielleicht Ja, hilft könnte ich das machen. was. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, du musst halt immer wieder rauslaufen, auch, ne? Ja, also es sind immer noch keine Freezing Guck Temperatures mal, und du wir weißt gar sind nichts. nur Kein du. EMF, keine So, Spiritbox. Fingerabdrücke. Oh, Fingerabdrücke. Das könnte tatsächlich sein, aber ich Er hat sehe hier die die Tür von Tür. mir angefasst. Ja, aber nee, hier ist gar nichts erstmal. Nee, 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 nee. Weißt schon, dass er da ist. Wo denn? Mach doch mal die Tür auf. Ist er hier draußen? Hä? Er kommt und macht. Geister! Temperatures. Hier, Fußspuren, was? Fingerabdrücken! Ich hab sie! Fingerabdrücke! Abgehakt! Ah, Meister komm, Dieter. guck dich die Kamera. Ja, Dann das mache den ich. Rest raten wir. Ja. Keine Ghost Orbs. Oh nein. Ah, da bist du! Oh, hi. Gacha! Nee, 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 nee. Doch, ich seh sie! Die Ja? Ghost Orbs! Da war Echt? er! Abhaken! Okay, warte mal. Ich kann ja gar nicht helfen. Du musst mir vorlesen, was es sein könnte, und wir raten dann den Rest. Ja, warte. Ghost Orbs wird abgehakt. Es könnte sein. Wir haben nur den Poltergeist. Warte. Wir haben zwei? Ja, das kann nur der Poltergeist sein. Es muss der Wieso? Poltergeist sein. Warte mal, du hast jetzt Fingerabdrücke Und Ghost Orbs, ja. und Und dann dann. gibt's nur eine Möglichkeit. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich der Okay, Poltergeist. also wenn zwei Sachen reichen, dann würde ich sagen, geh nach Hause. Ja. Das wäre aber schon sehr lucky, wenn es das wäre. Oder du verstehst irgendwas komplett falsch gerade. Okay, ab nach Lucky Hause. warst du. Und es war wirklich was? Boah, wie viel Geld wir bekommen haben. Hä? Also Wie? ich. Ja, ich habe gar nichts Nur bekommen. 75 Dollar und 75 Erfahrungen. Das war ein Poltergeist. Hä? Wie viel Glück du hattest? Na gut, alle Wow. guten Das war Dinge jetzt sind nicht drei. mal kein Glück. Doch. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ich würde sagen, wir machen nochmal Onni Extreme. Warte mal, ganz kurz. Wir gehen nochmal hier alles refreshen. Ja, oder wollen wir Normales machen? Wir machen noch einmal Nightmare. Okay. In dem Haus da oben. Mal Oh, gucken mal. ja, ich bin gespannt. Bin bereit. Ich bin auch bereit. Und das Haus sieht sehr groß aus, aber Stimmt. Okay, ich naja. glaube, wir werden, glaube ich, wieder einen Keller haben. Ja, safe. Und einen Dachboden. Okay, ich nehme wieder Thermometer mit und das Buch. Wir haben mal wieder drei Aufgaben. Einmal natürlich herauszufinden, was das für ein Geist ist. Wir müssten den. Oh nein! Mein Kreuz ist leider weg. Sonst könnte ich die zweite Aufgabe machen. Und wir müssen als drittes die Aufgabe hier beenden, ohne dass jemand stirbt. Hört sich doch Oh. machbar an, oder? Ich weiß es nicht. Zwei von drei Aufgaben zumindest. Okay, ich gehe gerade schon mal die ganzen Räume ab. Bis jetzt noch nichts Du machst Auffälliges nie das Licht hier. an, das ist heftig. Ich mache immer die Lichter an, Ja. weil ich finde, das ist so ein Indiz, dass er das nicht mag oder so. Oh, Epic, das ist Ja, ich bin gerade allein schon im riesig. Keller. Das ist richtig groß. Wo ist die Toiletten. Sicherung hier? Hier, ich habe sie. Okay, sie sind einfach im Im Keller und Keller, um die ja? Ecke zweimal, ja.
Na gut. Also das ist halt jetzt auch wieder komplettes Gegenteil zum anderen. Hier passiert halt gar nichts am Anfang. Ich guck mal ganz kurz, ob er irgendwo... Ich mach mal Licht an und aus. Ja. Du kannst ansonsten, mit ihm reden. Ja, triggern wir ihn mit dem Reden. Oh, er ist aktiv. Er ist aktiv? Er ist komplett aktiv. Alles. Alles. Was er ist läuft denn hier anscheinend los? Gefühlt gerade rum. Hä? Wo? Er ist super aktiv. Es ist 10, 10, 10, 10, 10. Was ist denn da los? Wo? Ich hol mal die Spiritbox. Ja, mach das mal. Das Buch habe ich einfach mal hingelegt, dass ich Platz habe für die Kamera. Also, wir haben auch, oh, wir sind schon insane. Also, unser Verstand, wir haben ja immer so einen Verstand, der ist bei null. Ich rede mal mit ihm. Ja, ich stelle die einfach mal gerade so hier hin. Kannst du uns dich zeigen? Sie heißt Carmen. Oh. Carmen! Carmen Adams, wie sieht's aus? Willst du mal mit uns reden? Hi, komm, sag mal was. In welchem Raum bist du? Oh, das wäre nice, wenn sie das sagen würde. Nee, aber sie redet nicht mit uns. Hallo, ich schau mal durch die Kamera. Sie handelt. Oh, oh, ich habe oh, keine oh. Ahnung, wo sie ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin in der Garage, bin ich. Okay. Hast du sie gesehen? Nein. Ach, es wäre gut zu wissen, wo sie ist, aber wir sollten nicht rausgehen jetzt. Nee. Ich hab mir EMF hier. Hier drinne. Ja. Temperatur ist aber alles. Sie geht auch mit dem. Minus. Sie ist im Bad. Okay, egal. Erstmal raus. Wir holen die Kamera nach da oben und dann machen wir alles weitere. Okay, Freezing Temperatures haben wir schon mal. Ja, sehr gut. Und ein 3er EMF. Kannst du das mitnehmen? Nee, ich muss den EMF mit. Ich. Oh! Fünfer! Sie ist hier unten! Raus! Hä, warum ist sie aber. Oh, warum ist sie jetzt. Sie war doch im Badezimmer. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben aber noch eine Sache. Entweder ich rede mit ihr oder sicher, dass da oben Freezing Temperatures waren. Ja, minus 3,5. Ja, dann... War das noch mal? Oh, ich weiß es nicht. Da im Badezimmer hinten, oder? Ja, im Badezimmer. Ja. Hier, ja. Ich leg mal das Buch rein. Wenn sie das Buch schreibt, dann... Kamera habe ich auch, sehr gut. Lass mal direkt erstmal wieder raus und dann... Ich kann hier Oma noch mal kurz... Na, komm, wir gucken erstmal durch die Kamera. Ich guck jetzt mal durch. Ja. Ich guck ganz lange, weil die Orbs, die kommen auch manchmal irgendwie. Ja, genau, du musst ein bisschen länger schauen. Ja. Hast du? Ich hab Damage bekommen. Warte Damage? Mal. Ha, sie hat es, ich bin drinne. Steig aus. Ich bin... Hä? Warum bin ich im Haus wieder? Ich war... Das war wirklich ein Nightmare. Sie läuft irgendwo rum. Epic, ich bin im Haus. Ich habe durch die Kamera geguckt. Ich glaube, sie hat die Kamera kaputt gemacht. Was ist da los? Geht das? Es gibt keine Kamera mehr. Die wurde abgebaut. Die hat die getötet, die Kamera. Ist sie jetzt kaputt oder liegt die da? Ich kann nicht gucken. Die handelt. Die läuft hier rum. Ich stehe draußen vor der Tür. Warum? Was ist das denn? Wir wollen noch einen einzelnen Hinweis und dann hätten wir den Geist. Aha. Okay, also sie hat aufgehört. Also zwei Geister haben wir. Bei dem einen wären es Ghost Orbs und bei dem anderen wären es Fingerabdrücke. Ich schaue mal nach Fingerabdrücken gerade und guck mal, was mit der Kamera ist. Ja, ich habe Angst. Oh, hallo. Hi. Das war nicht lustig hier. Hier sind keine Fingerabdrücke. Die Kamera ist wieder da. What the? Aha. Hä? Oh Mann, bitte. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Also wenn wir keine Fingerabdrücke sehen, muss es eigentlich der andere Geist sein. Ah, ich sehe Ghost Orbs! Ich sehe sie! Da! Raus mit dir! Pack ab und fahr los! Nein, ich fahr nicht ohne dich los. Aber zurück? Ja, ich glaube schon. Du musst schon mit rein. Yay, dann haben wir dreimal. Ist richtig gut, ich bin einmal gestorben. Und das schaffst du! Ich hab's geschafft! Oh, sie war einfach im Badezimmer. Oh, sie ist richtig aktiv mal wieder. Die hasst uns. Ja, aber wirklich. Carmen! Tschüss, aber warte, hab ich richtig? Es ist ein Phantom übrigens. Aha. Tschüss, Carmen. Und bye, bye. Ciao. Und, wie gut ist das denn? Dreimal gespielt, dreimal geschafft, gut. Zweieinhalb, zweimal für mich. Ja, ich bin Level 1, ich bin halt einmal gestorben. Und, was war das mit der Kamera, bitte? Ich bin mir nicht sicher, das ist echt seltsam. Naja, aber ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Geistertag. Und wir haben alle gut aufgespürt. Sehr nice. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.